Der ZF-Praxistest, Deutschlands einziger Autotest, bei dem wirklich Volkes Stimme entscheidet. Die 10 besten kompakten Diesel-SUVs müssen sich Offroad und Onroad dem Urteil von 10 Lesern der Zeitschrift Autotest stellen. Heute der Jeep Patriot. Jetzt riecht's nach Freiheit und Abenteuer. Als der Patriot 2007 auf den Markt kam, wollte Jeep mit weichgespülten SUVs à la Tiguan und RAV4 überhaupt nichts am Hut haben. Dieses Auto soll arbeiten. Man hat ihm auch einen permanenten, also richtigen Allradantrieb spendiert. Ob das reicht, um im ZF-Praxistest zu bestehen? Der Klettermaxe im Jeep-Programm ist zwar der Wrangler, aber auch dem Patriot hat man etwas von der martialischen Ausstrahlung des Gelände-Urvaters in die Wiege gelegt. Außen quadratisch, innen praktisch. Aber ist der auch gut? Die Leser von Autotest finden schnell einen Pferdefuß, die allzu geringe Bodenfreiheit. Mit einer Offroad-Note von 2,6 liegt der Patriot nur im Mittelfeld. Zudem finden die Tester den Motor vergleichsweise laut und etwas zu lahm im Antritt. Mit manchen Autos kann man im Standgas hier komplett durch den Parcours fahren. Mit anderen Autos muss man halt immer mit dem Gas ein bisschen nachhelfen, damit man nicht absäuft oder damit man nicht schlimm kann. Auch auf dem Handlingkurs am Nürburgring kann sich der Jeep nicht vom Durchschnitt absetzen. Alle Leistungen liegen im Mittelfeld der Top 10. Note 2,7 für die Onroad-Eigenschaften und 2,9 für seine inneren Werte. Und damit landet der Jeep Patriot vor Hyundai und Toyota auf Platz 8. Vor Jahrzehnten hat alles, was kantig aussah und Vierradantrieb hatte, den Namen Jeep. Also sind wir hier im ZF-Praxistest doch alle ein bisschen Jeep. Und es ist schön, dass die Leser von Autotest auch diesem kantigen, knorrigen Gesellen eine Chance gaben und ihn unter die 10 besten wählten. Kompliment!